Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 8 Updates, 8 neuen Mods und einer neuen Karte. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Herbert, Lars, Peter, Dominik mit vereinten Kräften und Manuel für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Des Weiteren möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Paul und bei Lennox für die Mitgliedschaften. Auch euch ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert von Stefan Pfister. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. Wie immer starten wir natürlich erstmal mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für den Fill Level Limiter von GTX. Downloadgröße 23 KB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Die Verwendung der Basisspielfunktion Specialization Util Remove Event Listener wurde aufgrund eines Fehlers entfernt, der zu unerwünschten Ergebnissen mit anderen Mod-Spezialisierungen führte. Russische Übersetzung hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Production Revamp von Braven. Downloadgröße 62 KB in der Version jetzt von 1.2.0.9 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Bugfix mit Unloading Stations ohne einen Fill-Type-Eintrag. Das Production Revamp Produktionen von TT Saturn kriegt das nächste Update. Downloadgröße 16,83 MB in der Version von 1.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Kalkfabrik umgebaut, unterstützt jetzt Produktionsdisplay an der Ausgabe, registriert Kalk in Verkaufsstellen, Kalksteinbrecher hinzugefügt, Fermenter mit Ballenausgabe hinzugefügt, Kalkfabrik modifiziert. Das nächste Update kommt für den Staramax 105 und Staramax 150 von Holz FS. Downloadgröße 50,51 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Problem mit Spiegel behoben, Unterstützung für Isaria Pro Compact hinzugefügt, Fronthydraulik hinzugefügt, kleinere Probleme behoben. Der Massey Ferguson 5600 Series von CNG Mods kriegt das nächste Update. Downloadgröße 19,17 MB in der Version von 1.1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Option für vorderen Kotflügel hinzugefügt, Radkonfigurationen angepasst, optische Anpassungen wurden vorgenommen. Der Massey Ferguson M-Series von KRKZ Modding kriegt das nächste Update. Downloadgröße 20,23 MB in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Neuer Shop-Artikel hinzugefügt, der Massey Ferguson 4700M. Und noch ein weiterer Massey Ferguson kriegt ein Update, und zwar der 7700er von LS Agraole. Downloadgröße 16,59 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Joystick animiert, verschiedene Fehler behoben, neues Interior Design, Frontlader hinzugefügt, Isabus-Verbindung hinzugefügt, Warntafeln hinzugefügt, Isaria Pro Compact hinzugefügt, Precision Farming DLC. Dann kommen wir zum nächsten Update, und zwar ist das für die Karte Shire Farm von Flasty94. Downloadgröße 243,85 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Aufgrund von Objekt- und Geländeaktualisierung wird dringend empfohlen, ein neues Spiel zu speichern. Verringerung der Slotanzahl für Konsolenspieler, komplette Überarbeitung des Platzierungssystems. Man kann jetzt nur noch Bauernhöfe und die Schuppen verkaufen. Komplette Überarbeitung der Preise für Farmland und mehr Land, welches man kaufen kann. Komplette Überarbeitung der Kuh- und Schweinefarm mit den neuen Ställen. Credits an MS Modding und Sailor Nox. Duplizierte platzierbare Objekte wurden entfernt. Der Verkehr wurde insgesamt verbessert. Alle spieleigenen Produktionspunkte wurden entfernt. Man muss sie nun kaufen, mit Ausnahme des Steinbrechers. Das Terrain um die Straßenbereiche und die Feldeinfahrten wurden erheblich verbessert. Die Anzahl der Startfahrzeuge wurde reduziert. Und damit kommen wir zu der neuen Karte, und zwar heißt diese Bloomfield, Kanada, kommt von Rubberburner 89, Downloadgröße 198,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen in Bloomfield, Kanada. Diese Karte basiert grob an einem realen Ort. Zu den Eigenschaften dieser Karte gehören 4 Höfe, alle mit verkaufbaren Gebäuden, um sie nach eigenem Ermessen zu gestalten, 109 landwirtschaftliche Flächen zum Kauf, viel Platz für platzierbare Gebäude, 58 Felder von unterschiedlicher Größe, benutzerdefinierter Wachstumsplan, benutzerdefinierte Bodenkarte für Precision Farming, benutzerdefinierte Nummernschilder, benutzerdefinierte NPCs, benutzerdefinierte platzierbare Objekte, KI-Verkehr und Fußgänger,
funktionierender Zug, alle Produktionen steckten von Elm Creek, zusätzliche malbare Texturen und 100 Sammelobjekte. Wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, kommen wir hier beim Farmhaus raus, ist natürlich das Farmhaus von Elm Creek. Dann haben wir hier schon erstmal einen Schuppen hier stehen mit 3 Toren. Hier haben wir eine Seemaschine und haben einen Massey Ferguson 7715er mit einem Grubber. Die Details des Equipments gehen wir natürlich nachher noch durch. Hier haben wir unser Silo mit den Überladeschnecken, die vonnöten sind in diesem Falle. Dann haben wir hier einen Dieseltank mit der Kapazität von 10.000 Litern. Hier haben wir ein Tiergehege, schauen wir uns gleich an. Hier haben wir einen Ballenladewagen und wir haben eine kleine Ballenpresse. Dann haben wir hier noch einen zweiten Traktor. Das ist ein Case. Ja. Dann haben wir hier unseren Schweinestall mit der Kapazität für 108 Schweine. Das Startszenario ist folgendes. Also wir haben hier unsere Farm, dann haben wir hier Feld 3, 2 und 1 und Feld 4, was zu uns gehört. Also schon ziemlich viel zu tun hier. Das sind knappe 4,5 Hektar. Hier haben wir eine knappe Hektar. Hier haben wir gute 4 Hektar bei Feld 2 und 0,6 Hektar haben wir bei Feld 3. Wenn wir schon auf der PDA sind, dann schauen wir uns diese kurz an. Wir können sehen, es gibt hier Felder in verschiedenen Größen, alle im Stile von quadratisch praktisch gut, also sehr helferfreundlich auf jeden Fall. Wir haben hier das größte Feld, mit großer Wahrscheinlichkeit ist es dieses hier mit 22,3 Hektar. Dann haben wir diese Parzelle hier, 16 Hektar, das sind so in dieser Größenordnung. Dann haben wir hier natürlich die kleineren Felder, also ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen zwischen mittelgroß und eher so gegen, ja, größere oder und auch kleinere Felder. Es ist also für jeden Geschmack etwas da. Es scheint so, als gäbe es auch ziemlich viele Forstgebiete, die man natürlich dann nutzen kann, wenn man dem so will. Und es wird natürlich gesagt, es gibt 4 Höfe, dann haben wir also hier einen Hof, das wäre der hier. Nummer 2 ist hier, dann haben wir hier unten Nummer 3 und hier oben haben wir Nummer 4, das sind die 4 Höfe, ne? Da haben wir natürlich noch unseren Hof hier. Dann schauen wir uns mal an, welche Produktionen verbaut sind und das sind einige. Wir haben hier oben einmal die Molkerei, dann haben wir hier das Sägewerk, wir haben die Spinnerei, dann haben wir hier die Getreidemühle, die Ölmühle, wir haben die Bäckerei, die Müslifabrik, die Schreinerei und die Traubenverarbeitungsanlage. Hier unten haben wir noch unsere BGA. Unter Ladestationen finden wir auf unserem Hof natürlich den Treibstofftank, den haben wir gesehen. Und im Garten haben wir einen Brunnen, wo wir Wasser holen können. Dann gibt es hier oben die Biomethan-Tankstelle, Tankstelle Nord, Elektroladestation, alles zusammen. Hier haben wir die Kalkkaufstelle, hier haben wir das Sägewerk, hier unten haben wir nochmal eine kombinierte Tankstelle für alle Energiesorgen und hier unten bei der BGA natürlich noch die Biomethan-Tankstelle. Dann bei den Abladepunkten oder Verkaufsstellen haben wir hier mal unsere beiden Flat-Bottom-Bins. Dann haben wir hier den Viehhandel, hier haben wir Crawford Farms, hier haben wir den Gesteinbrecher, das Getreidesilo Nord und das Getreidesilo Nord Nummer 2. Dann haben wir hier unten Red Marble Bowling Restaurant, dann haben wir hier Biomasse Energie, Crawford Farms und hier haben wir noch verschiedene andere Verkaufsstellen. Wir schauen uns den Aussaatkalender an und sehen, dass der natürlich tatsächlich benutzerdefiniert bearbeitet worden ist, also nichts von Standard. Und es scheint hier so zu sein, dass man, wenn man zum Beispiel das geschickt macht, dass man hier bei Hafer zweimal ernten kann. Also wenn ich hier im März Hafer aussehe, dann kann ich den im Juli, August ernten. Wenn ich im Juli direkt ernten kann und im August gleich wieder aussehen kann, kann ich im Dezember wahrscheinlich sogar nochmal ernten. Wie realistisch das ist, im Dezember in Kanada noch zu ernten, weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte ein bisschen sportlich sein, wenn man so sagt, im Dezember kann man noch den Mais ernten. Ich weiß es nicht, wie realistisch das ist. Das könnt ihr mir, wenn ihr Kanada kennt, natürlich gerne beantworten. Es gibt keine Zusatzfrüchte in diesem Falle hier. Wir schauen uns gleich mal den Verkaufskatalog an, wenn wir schon da sind. Und wir können sehen, dass tatsächlich alle Produkte von den Feldern wie auch die Produkte aus den Produktionen verkauft werden können. Da gibt es also keine Fehler in diesem Bereich. Natürlich sind auch Aufträge vorhanden. Noch gehört keine Produktionsstätte von Stadt an zu unserem Betrieb. Wir können uns auch gleich mal angucken, welches Startequipment wir dann haben. Wir haben, wie gesagt, einmal den Maxum
den Case Maxum CVX115, den haben wir kurz gesehen. Dann haben wir den mittelgroßen Traktor, den Massey Ferguson 7715S, den John Deere 7810. Wir haben den CH7.70 Mähdrescher von New Holland. Sein Schneidewerk haben wir natürlich auch dazu. Achtung, es gibt keinen Schneidewerkswagen hier. Dann haben wir einen Rudolf-Anhänger. Wir haben den Grober, den haben wir gesehen. Kreiselecke und Seetechnik, die gehören zusammen. Dann haben wir hier die Ballenpresse, den Ballentransport von Arcusin. Wir haben einen Frontlader, wir haben eine Palettengabel, wir haben zwei Frontgewichte und wir haben die beiden Überladeschnecken, die wir schon gesehen haben. Wir gehen mal auf den klassischen Rundflug und zwar fliegen wir erstmal Richtung Süden. Und zwar, weil wir hier unten natürlich dann erstmal die zweite Farm besuchen gehen, welche ja auf der Karte verbaut worden ist. Und zwar ist das diese hier. Da gehen wir mal runter. Dann kaufen wir mal dieses Stück Land, damit wir auch die Tiertrigger bekommen. Und zwar gehen wir jetzt hier rüber und sehen, dass das der Kuhstall ist mit Platz für 45 Kühe. Des Weiteren gehen wir gleich zum nächsten Hof rüber und das ist dieser hier. Dann kaufen wir diesen Hof natürlich auch, damit wir hier auch gleich sehen können, was hier zu haben ist. Und zwar sind es hier 8 Pferde, die in dieses Gebäude reinpassen. Dann sehen wir hier ganz klar, das ist das Kartenende. Aber wir können auch sehr wirklich sehen, hier gibt es wirklich sehr genügend Forst für alle Geschmäcker. Hier unten ist so die Industriezone, wo die meisten Produktionsstätten und Verkaufsstellen zu finden sind. Dann haben wir hier das Sägewerk, natürlich in der Nähe des Holzes. Schön gemacht ist hier die Einbindung des Kartenrandes oder des Umfelds. Also hier, das sind Gebäude, die kann man nicht betreten, aber es ist sehr schön eingebunden. Sehr glaubwürdig gemacht. Hier ist die Molkerei, die wir gesehen haben. Und hier haben wir den vierten Hof. Und hier passen 65 Schafe rein. Zusätzlich haben wir bei diesem Hof noch Platz für 30 Hühner. Ja, das ist dann dieser Hof, der letzte Hof, also der Nummer 4. Jetzt mal von mir aus so gerechnet. Hier ist das Kartenende und hier sind auch verschiedene weitere Punkte noch zu finden. Hier unten ist der Viehhändler. Hier haben wir diese Tankstellen mit den 3 verschiedenen Tankgütern, wie zum Beispiel hier die Elektroladestation oder Biomethan. Hier ist es tatsächlich alles zu haben. Wir schauen noch mal von oben runter. Die Karte ist nicht ganz flach. Es hat einen Höhenprofil verbaut. Wie gesagt, es gibt auch einiges an Forst. Die Felder sind sehr, sehr quadratisch. Natürlich ziemlich helferfreundlich. Außer vielleicht so diese kleinen Punkte hier, wo dann der Standardhelfer vielleicht in Probleme oder in Probleme kommen könnte. Wir schauen uns mal ganz kurz im Detail an diese Biogasanlage. Und zwar können wir hier sehen, dass hier etwas verändert worden ist. Und zwar die Ausgabe von Biomethan. Und hier können wir tatsächlich jede Menge an Methan machen und produzieren, was dann natürlich auch sehr hilfreich sein kann. Und wir das verkaufen können, eine zusätzliche Einnahmequelle zu haben. Ja, das war der Rundflug über diese neue Karte. Ich denke, es ist eine coole Karte, eine Karte in der Standardgröße, wo es aber sehr gut möglich ist, ein bisschen Multiplayer zu spielen und eben auch mal die größeren Felder bearbeiten zu können. Mit diesen Worten würde ich sagen, schließen wir mal diese Kartentour ab und wir sehen uns gleich drüben wieder mit den neuen Mods. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod. Es hat gedauert, die Vorversion ging über 20 verschiedenen Vorversionen. Jetzt ist es da, Cosplay. Kommt von Cosplay Dev Team. Downloadgröße 2,57 MB in der Version jetzt von 7.1.0 und ist für PC und Mac. Ich glaube, Cosplay ist bekannt bei allen PC- und Mac-Spielern. Mit Cosplay kann man natürlich verschiedenste Arbeitsgänge automatisieren. Drescher können automatisch gefahren werden, die berechnen dann einen Kurs. Es können Ballen automatisch geladen werden. Und so weiter und so fort. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten mit Cosplay. Da
gibt es genügend Videos über dieses Thema, sehr professionell aufgezogene Videos. Ich werde da gar nicht mithalten können, denn so gut bin ich noch nicht in Sachen Cosplay, aber auf jeden Fall viel Spaß damit. Die nächste neue Mod heißt Fliegel STS Tiefladerpack, kommt von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 3,06 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Tiefladern in verschiedenen Ausführungen, einmal der 2-Achs-Version, das ist diese hier, wiegt 6,7 Tonnen und kostet 52.000 Euro. Es kann eine Bordwand montiert werden, das ist hier vorne. Dann gibt es die zusätzlichen Rundumleuchten, da gibt es einmal links, rechts und beidseitig. Dann gibt es ein Ladungssicherungssystem und zwar automatisch oder mit Spanngurten. Reifenvarianten gibt es hier, Design 1, 2, 3, 4 und zurück zu Design 1. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Farbpalette, die man sich gewohnt ist von HR Forst und Fahrzeugbau. Die Bordwandfarbe natürlich auch, ist klar, betrifft dieses Feld hier. Und die Felgenfarbe ist auch klar, ist die Felge. Dazu gibt es noch die 3-Achs-Version, wiegt 7 Tonnen und kostet 55.000 Euro. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind identisch wie bei der 2-Achs-Version, daher gehen wir die nicht nochmal durch. Die nächste neue Mod heißt Tidy Shop Mod-Titel, kommt von W33ZL, Downloadgröße 17 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Damit wird die Anzeige von Mod-Titeln im Shop verbessert. Der Titel wird nun übersichtlicher und informativer dargestellt. Die größte Änderung besteht darin, den Namen des Autors hinzufügen und die Länge des Titels zu optimieren. Also hier haben wir zum Beispiel den Xerion Tour Edition und dann steht auch hier Ansgar Endplay und Schnibbel Modding. Wenn wir uns andere Mods angucken, können wir hier sehen, dass hier zum Beispiel der Semi-Trailer von Pepe978 kommt oder den Trans 70 von Raul Icristi, damit man genau weiß, welche Mod man hier installiert hat. Wenn wir schon beim Auflieger sind, dann machen wir auch gleich weiter damit. Und zwar, wie gesagt, kommt dieser von Pepe978, Downloadgröße 9,94 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser mit einem Ladevolumen von 23 Kubikmeter, wiegt 7,3 Tonnen, hat ein Preisschild von 26.000 Euro. Die Konfiguration kann erweitert werden von der Kapazität 23 Kubikmeter auf 45 Kubikmeter und dann zum Ballenwagen und zurück zum Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft natürlich den Body. Die nächste neue Mod heißt Desäure TPX36S, kommt von Belgien 3DM, Downloadgröße 25,08 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar haben wir hier einen weiteren Anhänger mit einem Ladevolumen von 19,5 Kubikmeter, einem Gewicht von 9,1 Tonne und kostet 74.200 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Mitas und Friedestein. Beim Design kann gewählt werden Standard- oder Werkzeugkoffer. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Lizard Futtermischwagen, kommt von Parkson V3, Downloadgröße 17,4 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier natürlich drei Futtermischwagen in verschiedenen Größen, einmal den Rhino FX 1000 HD Plus, der kommt mit einem Ladevolumen von 10 Kubikmetern, wiegt 4 Tonnen, braucht 55 PS und kostet 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, Lizard und Trelleborg. Dann haben wir den Puma 17 HD. Der hat ein Ladevolumen von 17 Kubikmetern, wiegt 5,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 4,9 Tonnen, braucht 90 PS und kostet 38.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Continental, Friedestein und Trelleborg. Und zu guter Letzt haben wir den Rhino FXX 3000 HD Plus. Der hat ein Ladevolumen von 30 Kubikmetern, wiegt 10,8 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 9,2 Tonnen, braucht 105 PS und kostet 60.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein und Trelleborg. Wir kommen zum Pöttinger Top 722 von Agrar Design Austria, Downloadgröße 23,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Schwader mit einem Gewicht von 2,8 Tonnen, braucht 75 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6,6 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 40.000 Euro. Bei den Kotflügeln gibt es hier die alte Generation und einmal die neue Generation. Die sind hier hinten, ändert sich das. Untergelenkskugel können ein- oder ausgeschaltet werden, das ist hier.
Dann Rückleuchten gibt es alt oder neu. Reifenvarianten gibt es die 16 Zoll oder die 17 Zoll. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier zwischen Rot und Schwarz. Die Radnabenfarbe natürlich ebenso. Und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb Gummi und Gelb Plastik. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Lizard U453 von Tom Sky. Downloadgröße 4,05 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich hierbei um einen Grubber mit einem Gewicht von 700 Kilo, braucht 75 PS und hat eine Arbeitsbreite von, Achtung jetzt, 3 Metern. 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 10.000 Euro. Die Walze kann geändert werden zwischen Design 1 und Design 2. Das war es dann auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir doch dein kostenfreies Abo ab. Ich möchte mich hiermit nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Stefan für das Sponsoring dieses Videos. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hufkönig bist. Es tut mir leid, dass ich das ganze Wochenende ein bisschen abwesend war. Ich habe es genossen. In Madrid waren es 36, 37 Grad warm. Deswegen, ich habe den größten Teil der Zeit im Wasser verbracht. Anders war es kaum auszuhalten. Jetzt bin ich zurück. Jetzt stehen 14 Tage vor mir, wo ich die Tochter nicht habe. Das heißt, ich kann hier Vollgas geben. Und natürlich schauen wir alle auf den Samstag, wo die Italia-Karte kommt. Und ich würde sogar vorschlagen, dass wir diese dann als Community-Karte nehmen, falls da niemand etwas dagegen hat. Wir werden dies aber morgen im Livestream besprechen. Und dann würde ich jetzt sagen, das war's für heute. Danke, tschüss und hasta luego.